Professor Günther Faltin. Herr Faltin, Sie haben das Buch geschrieben, Kopf schlägt Kapital. Worum geht es in dem Buch? Früher brauchte man viel Kapital, wenn man ein Bergwerk gründete oder eine Eisenbahnlinie oder ein Stahlwerk. Heute sind wir in der postindustriellen Gesellschaft. Gründungsideen brauchen sehr viel weniger Kapital, aber mehr Kopf, mehr Konzepte, mehr Überlegungen. Es muss etwas sein, was am Markt standhält. Es muss modernste Technologie haben. Also es geht darum, ein Konzept auszuarbeiten, was wirklich taugt. Das ist der Kern und das versuche ich in meinem Buch.